Und damit wieder einmal ein herzliches Willkommen zu Zoom Gamer TV Ingame. Diesmal mit wiederum sozusagen Live-Material direkt von mir zu euch, und zwar mit dem Spiel Stop Stress. Mag man eventuell noch nicht so oft gehört haben, ist auch kein Wunder, denn erstens ein WiiWare-Spiel, zweitens von einem relativ unbekannten amerikanischen Entwickler und drittens von der USK für das sozusagen den deutschen Wii-Shop nicht zugelassen. Warum das so ist und warum das eventuell sogar gut so ist, dass wir das hier nicht bekommen, beziehungsweise ihr bekommt es schon, indem ihr eure Wii auf England umstellt und somit in den englischen Shop geht. Warum ihr das aber wiederum auch nicht tun solltet, zeige ich euch jetzt. Und zwar, ich gehe jetzt ganz bewusst auf einfach. Und zwar nicht, weil ich sozusagen nichts drauf habe, sondern weil dieses Spiel einfach, sagen wir, in seiner Art so schwer und gemein ist, dass es sowieso keinen Spaß mehr macht. Ja, was einem jetzt sofort auffällt, ist dieses tolle WiiWare-Spiel für 800 Points, also umgerechnet ungefähr 8 Euro, hat ganze 4 Level, das wollte ich jetzt gar nicht, aber machen das, Level at the Office. Und zwar sind wir hier mit einem tollen Baseballschläger sozusagen bekleidet. Das Spiel möchte im Prinzip von uns, dass wir uns daran abreagieren können, deswegen Stop Stress, wir sollen Stress abbauen und möglichst alles vermeiden, was uns stresst. Im Büro sind das zum Beispiel Telefone. Da vorne ist eins. So, aber erstmal zum Generellen. Wir sind jetzt hier in der Eco-Perspektive. Wir können uns umschauen mit dem Nunchuck. Ja. Wer jetzt denkt, die Wii biete sich als, also für eine Ego-Steuer-Shooterung wunderbar an, der vermisst jetzt vielleicht einen Pointer. Den gibt es nämlich nicht. Warum auch? Lässt sich so ja viel umständlicher lenken. Und wir können uns auch nicht frei bewegen. Wir können mit dem Steuerpunkt auf diese leuchtenden Punkte laufen. Ja. Das heißt, freie Bewegung am allerwertesten. Sondern mehr so wie auf dem Monopoly-Brett. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ja, da ist ein Telefon. Machen wir kaputt. Haben wir noch 6 übrig. So, können hier auch ein bisschen draufkloppen. Ja. Ja, ich fühle mich jetzt weniger gestresst, finde ich. Ist schon klasse. So, und jetzt kommen hier Gegner. Oho, ein Wachmann. Der irgendwie auch aussieht wie ein Zombie. Vielleicht zu lange in der Nachtschicht gewesen. So. Und Ratten, die sind auch ganz groß hier in diesem Spiel. Vor allem aber Insekten und anderes Geziefer. Also Spinnen, irgendwelche Art Kakerlaken. Oh, TNT, das geht gleich hoch. Oh, ich kann mich nicht bewegen, der greift mich an. Ja. Gut, weichen wir aus. Verdammt. So. So, dann haben wir hier noch so einen schönen Stein. Und statt auch den mit dem Pointer zu benutzen, lieber viel umständlicher mit dem Nunchuck. Dann macht ja auch viel mehr Spaß. Ducken wir uns nochmal. So. Krabbelfiech AD. So, und da kommt schon wieder so ein alter Herr. Komm, Frostbackstein. So. Weiter geht's. Hier machen wir so ein den Getränkespender kaputt. Da ist der Kaffeetasse, die regt uns ein wenig ab. Und links übrigens unser Herz. Und je röter das Herzchen, desto gestresster sind wir. Naja, ich fühle mich jetzt weder entstresst, vielmehr gestresst mit diesem Spiel. Man ist auch facettenreich, was man hier so alles machen kann. Steine auf Spinnen schleudern, auf Felder gehen, Baseballschläger gegen statische, also fast ausschließlich statische Objekte schlagen. Das macht schon Spaß. Oh, wir haben eine Axt gefunden. Herrlich. Und einen Kaffee. Ja. Ja. Mit der Axt gehen auch Türen kaputt. Ist auch schön. Und da kommen die nächsten Ratten. In der Toilette. Vielleicht sollte man sich da Sorgen machen. Ich glaube, ihr merkt schon, ich bin furchtbar angetan von diesem Spiel. Ich würde das auch sofort jedem empfehlen. Also, wer keinen Stress hat, hat den danach sicherlich.
könnte mir auch vorstellen, dass allein durch dieses Spiel Selbstmordgedanken auftauchen, weil so etwas. Also wenn ich dafür. Oh, da ist ein Telefon auf der Toilette. Ja, auch alltägliche Situation. Also wenn ich hierfür 8 Euro ausgegeben hätte. Ich glaube, ich hing jetzt schon längst am Strick. So. Und wenn ich sowas entwickelt hätte, dann sowieso dann. Oh. Naja. Oh, was stört? Ach, noch ein paar Wachmänner. Ich glaube, fast mehr muss ich von diesem Spiel nicht zeigen. Ich glaube, dass es schrecklich ist, sieht jeder für sich. Alle Level haben eine Zeitbegrenzung, in der wir irgendetwas einsammeln. Einsammeln, zerstören, wie auch immer müssen. Immer auf das gleiche Schema. Und richtig nervig ist ja, oh, was ist jetzt los? Eine tolle Cutscene. Ja, wir sehen ein wenig gestresst aus, das gebe ich zu. Oho. Eine Art Endgegner. Ah, er mag keine Spinnen, gut zu wissen. Die greifen uns aber jetzt auch an. Ich mag nämlich auch keine Spinnen, das ist blöd. Ja, gut. Da sind wir tot. Das passiert öfter. So, gehen wir zurück ins Menü. Und wenn ich ehrlich bin, will ich eigentlich gar nicht mehr von diesem Spiel zeigen. Dieses Video soll mehr eine Warnung sein. Das war jetzt übrigens einfach. Und auf den tollen Feldern, wo dann immer wieder diese tollen Insekten kommen, die kommen auch, wenn man nochmal auf das Feld kommt. Das heißt, man geht ein Feld vor und zurück und hat wieder den ganzen Ärger am Hals. Und wenn man dieses Spiel länger als 10 Minuten am Stück spielt, ich garantiere euch, ihr werdet verrückt werden. Und ihr werdet euch euer ganzes Leben lang Vorwürfe machen, warum ihr 800 Punkte für diesen Scheiß ausgegeben habt. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Wortwahl, aber Umfang 0, ja. Also, wenn ich mich jetzt wenigstens durch 10 Level stressen lassen könnte, ist in meinem Endeffekt bringt es uns auch nicht mehr, aber 4 Level ist dann doch schon arg dreist. Hier nochmal drauf. Hier, in dem tollen Nightmare Wake-up, da nervt uns unser Wecker. Da dürfen wir lauter Wecker kaputt hauen. So, das Video überspringe ich auch, weil das ist auch nicht sonderlich spektakulär. Da lernen wir noch hier die tolle Lenkung, ja. Wunderbar. Wunderbar, da haben wir noch ein paar Pantoffeln in der Hand, sind ja zu Hause. Ja, herrlich. Ja. Also das macht so einen Spaß, das könnt ihr gar nicht glauben, das könnt ihr gar nicht erfassen durch den Bildschirm oder durch dieses Video. Ich habe gerade so einen Spaß. Also meine Theorie ist, dass selbst der größte Drogenjunkie an diesem Spiel, egal in welchem Delirium er sich befindet, gerne Spaß dran hätte. Ja? Außer vielleicht an den Farben. Ja. Schreien würde ich jetzt auch gern. So. Ich würde es am liebsten jetzt an der Stelle abbrechen, weil wir sind jetzt schon bei den 10 Minuten und ich bin nicht wild, das noch länger zu dulden. Also ein kurzes Ingame, aber lieber kurz und knackig, als noch länger in diesem Spiel zu verbringen. Und bevor jetzt die nächsten Nacht, da sind sie schon, Fliegen und Kakerlaken auftauchen. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.